Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Trine 2 mit einer Spezialgastin, Damakash. Hallo, Damakash. Hallo. Im letzten Part haben wir, beziehungsweise wir haben ein neues Projekt gestartet, Trine 2. Und jetzt sind wir mitten im Abenteuer. Okay. Ja, guck mal, hier glitzert das wieder. Da muss man bestimmt wieder irgendwie Wasser dann hinmachen oder so. Das ist bestimmt wieder ein Job für den Magier hier. Ein Magier? Okay. Ja, würde ich vermuten. Also ich mache hier jetzt erstmal die Flaschen einsammeln hier jetzt mit meinem. Mussten die Helden die Schnecke überreden, den Weg freizugeben. Huch. Pontius schlug vor, sie mit Futter zu locken. Solch eine große Kreatur. Was für ein lustig aussehender Fels. Ah, das ist die Schnecke. Ist eine Riesenschnecke. Ja. Genießt genau. Eine Dusche. Guck mal, genau, da oben und dann. Ha, jetzt muss das Wasser muss nur ein Stück. Das musst du noch damit rüberzaubern, bestimmt. Genau. Ja. Warte, ich gehe dir mal hier aus dem Weg. So. Bisschen auf der falschen Seite ist das jetzt. So. Ja, das sieht doch so schon mal ganz gut aus, glaube ich. Eine Kiste wirst du drunter stellen müssen, denke ich vielleicht, oder? Eine Kiste? Ja, dass du hier, guck mal, hier ist doch noch so eine Kiste hinter dir. Weißt du, dass die, ja, dass das so schräg steht, diese Baumrinde. Einen Moment. Auf die andere Seite, die Kammerperspektive. Okay. Das nicht aufnehmen. Das kann ich. Das ist okay. Ah, jetzt geht's. Jetzt geht's ja, weil du standst drauf, dann geht das glaube ich nicht, wenn da einer drauf steht. Warte, ich schieb das ein bisschen dahin. Huch. Gibt's das nochmal an, dann schieb ich's hin. So, dann müsste das schräg stehen auf jeden Fall, wenn du das da auf der Kiste hast. Ja, von der Kiste her passt das. Ja, oder so. Na, so geht's natürlich auch. Okay. Es wächst. Ja. Ob das der Schnecke gefällt, man weiß es nicht. Ach doch, guck mal, ein Kohlkopf ist da jetzt gewachsen. Kohlkopf. Ah, ist ja cool, das ist ja niedlich. Guck mal, jetzt frisst die Schnecke da den Kohl. Das ist ja echt süß. Wenn das im Wahrleben so ginge. Ja. Das ist ja niedlich. Oh. Was ist das? Das sah nicht gut aus. Was auch immer das war. Ich bin froh, dass es die andere Richtung eingeschlagen hat. Sieht ein bisschen bedrohlich aus. Ja, ich wollte gerade sagen, das sah irgendwie nicht ganz so gesund aus. Nein. Oh. Ach, da ist noch einer. Okay. Da. Hebel benutzen? Ja, aber ich... Achso, Hebel benutzen. Muss ich das dann anklicken erst? Der macht... Ah ja, mach mal. Genau. Ach, guck mal. Jetzt ist da drüben... Okay. Und Seifenblasen sind da auch noch. Das heißt, auf die Seifenblasen gehen und dann abspringen. Oh. Kann ich hier die Dinger nicht... Ja, kann man hier noch einsammeln. Was da oben so rumschwebt. Ah, nein. Ach, hier unten kann man landen. Dann ist das ja nicht so schlimm. Alles klar. Absturz ist nicht so dramatisch. Oh. Was siehst du? Einer muss den Hebel benutzen. Okay. Ach, Mist. Warte. Ah, yeah. Nein. Na, komm schon. Ich suche dich ein bisschen. Okay, wenn du hier unten bist, okay. Geh wieder oben und benutze den Hebel. Warte mal, gucken, warte mal. Ah, jetzt. Okay. Aber ich habe hier jetzt keinen Hebel. Warte mal, ich guck mal. Also hier ist kein Hebel. Das ist ja merkwürdig. Ein Hebel, okay. Kommt sie da irgendwie... Also hier oben kannst du... hier oben ist noch so eine kleine Empore. Vielleicht kannst du da einen Pfeil noch wieder hinmachen oder so. Ich suche es gerade. Weil hier ist kein Hebel. Also ich sehe auf alle Fälle mal keinen. Der Enterhaken greift nur an der hölzernen Oberfläche. Ja, Warte mal, wenn ich jetzt hier den... Ach nee, dann habe ich den hier. Das ist ja auch blöd. Kann er hier... Ach, das ist ja merkwürdig. Die Brücke voraus blieb nicht sehr lange oben.
Kann man so hier irgendwie... sah sich die Stämme und die Kisten an, die dort verstreut lagen. Warum kann man versuchen, sie unter die Brücke zu klemmen? Ah, ja, pass auf. Genau, okay, das wäre eine Variante, genau. Ja, wenn du die nochmal hoch machst, dann lege ich da noch die andere Kiste drauf. Warte mal. So. Ups. Mal gucken, ob das reicht. Nee, da fehlt noch eins, ne? Jetzt sind da zwei Kisten, aber das reicht nicht ganz. Ich habe eine andere Idee. Warte, kann ich die hier nicht? Geht nicht. Jetzt ist es ganz abgestürzt. Ist hier noch was zum Schweben lassen vielleicht? Warte mal. Den Baumstamm kriege ich halt nicht. Warte. Okay. Okay, es klappt. Warte, Moment. Ja, ich halte das fest hier. Ja, und. Ja. Jawohl. Klappt. Ja, im Team geht's halt. Ja. Das ist echt schön gemacht so, ne? Also es ist, gefällt mir richtig. Das ist so nett. Oh, jetzt hast du sehr gut den Ork erschlagen. Was steht der da auch so ungünstig? Aber lebt noch. Tja. Ja, da geht's natürlich. Da hat er... Ja, aber besonders. Dass er nicht wegspringt. Ich wollte gerade sagen, besonders klug ist der nun nicht, ne? Nein. Ich an seiner Stelle würde wegspringen. Oh. Huch. Ach, da ist der nächste schon. Oh. So. Jetzt gehst du hier. Jetzt stirb. Ich glaube ja wohl, langsam geht's los hier. So. Ach so, mit rechter Maustaste war das, ne? So. Ach, die kommen von beiden Seiten, ne? Das ist natürlich ja, genau. Auch, okay. Das ist natürlich gemein hier. So. Ach, da ist schon der nächste. Frauen werden hier nicht geschlagen. So geht das nicht. Oh, das werden immer mehr hier. Und ich kann hier nicht Großes machen als Frau. Da ist noch einer, den erwische ich. Ja, ich wollte gerade sagen, den da hinten erwische ich nämlich nicht. Den hier. Den hier. Ja. Ja, ist tot. Genau, perfekt. So. Ja gut, sie kommt da so hoch, aber wie kommt der Rest hoch? Warte mal. Jetzt gucke ich mal, wo ist denn hier? Mit so einer Kiste sollte das doch hier gehen. Genau. Jawohl, das hat funktioniert. Hat ja, da bin ich. So, okay. Ah, guck mal. Warte, ich halte die Kugel hier an. Dann kannst du bequem springen. Die Kugel kannst du anhalten. Warte, ich versuche die mal, ob ich die ein bisschen höher ziehen kann. So. Okay. Du bist immer noch hier, oder? Ja, ja, genau. Ich stehe da und halte die Kugel jetzt da oben. Da steht sie auf keinen Fall im Weg, denke ich. Ich bin auf der anderen Seite angelangt, ja. Okay, alles klar. Dann gucke ich mal, wie ich das jetzt hier... Ich bin tot. Okay. Oh nein! Oh Gott! Oh mein Gott! Okay. Oh nein! Ach shit! Jetzt ist da auch noch... Oh Gott! Ja, ich kann nichts machen. Also das musst du, hättest du... Ja, genau. Mach ihn kaputt! Und rette uns! Ja? Ja, am letzten Checkpoint, bitte! Im letzten Checkpoint fortsetzen, okay. Ja. Das war ein bisschen suboptimal. Ja, war nicht so ideal. Okay, aber jetzt machen wir es besser. Im letzten Checkpoint, also nicht so lang. Also nee, das geht ja. So, pass auf, jetzt nehme ich hier... So, die halte ich jetzt hier
So, da oben. Dann sollte sie auf alle Fälle schon mal lebend da drüben ankommen. Ja, ich versuche es. Kleinen Moment. Ja, ich bin lebend. Nein, noch nicht. Ja, jetzt weil ist der ist da einwandfrei. Okay, so. Ja, ist gut. Jetzt. Ja, lebend pass auf, angekommen. Dann nehme ich, ja, jetzt gucke ich mal, ob ich hier mit ihr. Ah. Oh. Brauchst du Hilfe? Bin da. Ah, bist da, okay. Ja. Hat schneller geklappt als erwartet. Juhu, na siehst du, das ging noch. Ist das der Wind? Nein, das ist die Luft aus diesen Rohren. Okay. Ja, da kann man bestimmt. Ja. Ah, das ist ja lustig. Oh, wie cool. Okay. Okay, wir haben auch wieder einen Levelaufstieg, sehe ich gerade. Wir sollten vielleicht mal dann Punkte noch verteilen. Okay. So, jetzt müsstest du... Nein, nicht ganz. Okay. Hey, glaub nicht. Ha. Wartet. Guck mal, kannst du die Pflanze da unten, die da an dem Rohr ist, kaputt machen vielleicht? Ja, sollte gehen. Okay. Dann können wir... das Ding vielleicht... Ja, ich muss mich nicht einsperren. Ja, ich komm, ich krieg das. Genau, ich wollte gerade sagen, ich kann das nicht wegmachen. So, weißt du, dass man das irgendwie so umleitet? So? Ah, so, okay. Und dann. Ja, und dann hoffen. Ach so, okay. Und dann können wir hier vielleicht. Warte. Ah, nee, schade. Ich habe gedacht, die bleibt dann da. Was haben wir? Die können wir noch bewegen, aber das hilft uns wahrscheinlich auch nicht viel. Komm nicht so raus. Na doch. Na, jetzt soll. Hahaha. Ja, musst erst mich wieder nach. Du nicht mit der, mit nein, das geht nicht. Das geht nicht. Okay. Nein. Das heißt, ich muss jetzt hier schnell weg. Ach, ich bin hier ein bisschen eingesperrt. Ja, ich wollte gerade sagen. Oh nein. Komm nicht raus. Oh nein. Warte, ich zieh dir das Ding hoch. So. Ja, jetzt ist wieder gut. So. Ja. Und das Ding wird dann hier so gegen. Die Bogenfrau kommt ja rüber, das ist nicht das Problem. Ja, und der, also die Kiste steht jetzt ja auch da. Ich halte die da halt fest. Das geht ja. Also so. So. Ah, jetzt. Okay, jetzt musst du noch hier rüberkommen. Ja, naja, gut. Okay, hoppala, ja, jawohl, geschafft. Sehr schön. Ich glaube, wir verteilen jetzt erstmal unsere Punkte, oder? Weil ich habe schon wieder Levelaufstieg. Okay, da drücke ich jetzt auf. Aber ich habe keine Ahnung, Inventarliste. Ich habe schon auf, aber wo steckt man denn die Punkte rein? Also ich würde dem Zauberer jetzt wahrscheinlich die Möglichkeit geben, 2 Kisten zu bauen. Das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn man da ja, wieder irgendwo noch gut basteln kann. Muss. Der Zauber steigert die Konzentration und die Existenz eines weiteren herbeigezauberten Objekts zu steuern. Dieses ermöglicht dem Zauberer, bis zu 2 gleichzeitig existierende Objekte herbeizuzaubern. Upgrade kaufen. Okay, dann habe ich noch 1. Damit kann ich dann Monster schweben lassen. Das ist doch auch schön. Okay. Du wirst selber wahrscheinlich aussuchen können, was für Punkte du wo reinsteckst. Ach so, oder? Kann ich selber. Okay. Weil meine Punkte sind jetzt ausgegeben, ja. Aha, das heißt, ich habe jetzt noch 2 Fähigkeitspunkte und 13 Erfahrungspunkte. Ja, dann geht das bestimmt. Also Monster schweben lassen. Ja, das wäre noch cool. Jetzt habe ich noch ein also ich habe jetzt gar nicht. Jetzt können wir Monster schweben lassen. Und Postschild. Oh, 2 Objekte. Die Objekte wäre noch ganz cool. Ja. Aber jetzt habe ich keine Erfahrungspunkte, also Fähigkeitspunkte mehr. Ja, da kommen ja bestimmt noch die ein oder anderen Punkte dazu, denke ich. Gut, okay. Geht das weiter mit unserem Abenteuer? Ach, guck mal, jetzt geht's da in das. Ein lustig anmutender Ort. Okay. Lustig anmutend? Na, ich weiß ja nicht, wie klingt lustig ja, das anmutend ist. Das klingt ja schon vielversprechend. Ja. Okay. Oh, da ist das große Tier. Huch. Wie groß das Ding ist. Das ach du meine Güte. Ah ja, jetzt bin ich aber erschrocken. Oh, das ist aber wirklich sehr groß. Ach du meine Güte. Okay. Okay, jetzt... Taktik. Wo ist denn hier... Da.
Oh, mit einem Haps. Oh, da ist man mit einem Haps dann tot. Okay. Das ist natürlich schon. Irgendwie erinnert mich die Schlange an den Basilisk von Harry Potter. Ja, ja. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Ja. Hier, pass auf. Warte mal. Kann man hier nicht. So, das Monster ein bisschen, hier. Oh dann nein. Ist man schon hier. Weg vom Fenster. Ja. Okay, hier ist als noch... Als Köte kannst du sie nicht benutzen. Nee, habe ich auch gedacht, aber das geht nicht. Ich guck gerade mal, ob ich... Ach du meine Güte. Nee. Ich kann die hier nur rumwuseln. Ich kann auch sonst hier nichts nehmen, hier. Hm. Ja, da gibt's ja... Irgendeinen Trick wird es da ja geben, wahrscheinlich. Aber das hier kann ich zum Beispiel nicht machen. Genau. Vielleicht können wir... Warte, ich gehe mal nochmal zurück. Vielleicht mit der... Oh, vielleicht mit der Bogenkämpferin dann. Ja, also. Ich würde mal vorschlagen, dass wir diesen Part enden und dann im nächsten Part die Schlange dann besiegen werden. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Dann mach ich jetzt hier mal. Okay, okay. Und dann bis danke zum euch, nächsten dass Mal. Dass ihr euch das angeschaltet habt. Und wir hören uns dann im nächsten Part von Kein 2. Ciao. Ciao, tschüss.